Frühjahr 1944. Irgendwo in der Normandie besucht Generalfeldmarschall Erwin Rommel ein Manöver der Sturmgeschützabteilung 200. Rommel ist eine Heldenlegende des Dritten Reiches, die sich auch vor der Amateurfilmkamera eines Soldaten gibt, wie in der nationalsozialistischen Propaganda. Überlegen und siegesgewiss. Die Einheit gehört zum deutschen Aufgebot in Nordfrankreich, das die bevorstehende Landung der Alliierten auf dem Kontinent verhindern soll. Der Nimbus des Blitzkriegs im Westfeldzug und in Nordafrika ist ungebrochen. Jetzt soll Rommel die mangelhaft ausgerüstete Truppe zum Sieg über die feindliche Streitmacht führen. Einst bewunderte er Adolf Hitler, der begeistert war vom Wagemut seines Lieblingsgenerals. Zum Widerstand in der Wehrmacht verhält sich Rommel distanziert. Ein Attentat auf den Diktator lehnt er strikt ab. Doch es gibt Hinweise, dass der populäre Wüstenfuchs zu diesem Zeitpunkt in die Umsturzpläne von Wehrmachtsoffizieren und Hitlergegnern verstrickt ist. Der Oberbürgermeister von Stuttgart war mal bei meinem Vater Anfang des Jahres 44, um mit ihm zu sprechen. Und dann hat er zu ihm so ungefähr gesagt, wenn der Hitler nicht abtritt, hat alles andere keinen Wert. Und da hat mein Vater zu ihm gesagt, er wäre doch dankbar, wenn er solche Äußerungen nicht vor seinem minderjährigen Sohn machen würde. Von der eigenen Großartigkeit beseelt, hat Rommel die Rolle als Aushängeschild der Nazi-Propaganda bereitwillig übernommen und dient als hochdekorierte Staffage bei Auftritten des Führers. Inzwischen hat sich das Verhältnis deutlich abgekühlt. Der Hitler hat es offenbar abgelehnt, über irgendwas anderes als die militärische Lage zu sprechen. Als mein Vater versucht hat, über die Konsequenzen mit ihm zu reden, der Niederlage, dann ist er unglaublich laut geworden und hat mein Vater aufgefordert, ruhig zu sein und keine weiteren Ausführungen zu machen. Meinem Vater war es also dann völlig klar, mit dem Hitler geht's nicht, wir müssen selber handeln. Nach dem gescheiterten Staatsstreich vom 20. Juli 1944 gerät auch der Kriegsheld Rommel ins Visier der Fahnder. Und Hitler hat seinen Gegnern blutige Rache geschworen. Ein ganz kleiner Flügel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Hitlers Feldmarschall schluckt eine Giftkapsel des Führers, um seine Familie zu schützen. Der Staatsakt in Ulm ist sein letzter Auftritt für die Propaganda. Drei Jahre zuvor. Ein Familienfoto zeigt den 12 Jahre alten Manfred Rommel mit seinen Eltern. Er ist das einzige Kind von Lucy Maria und Erwin Rommel. In Dresden war mein Vater bei der Infanterieschule und er ist also morgens mit dem Fahrrad in diese Schule gefahren. Damals trugen die Reichswehroffiziere noch einen Säbel und dieser Säbel wurde an der Lenkstange und am Vorderrad mit zwei Klammern befestigt, dass er nicht in die Speichen geriet. Das ist eine meiner ersten Erinnerungen. Ohne Aussicht auf eine rasche militärische Karriere dient Erwin Rommel Anfang der 30er Jahre als Hauptmann im 100.000-Mann-Heer der Weimarer Republik. Mein Vater war sehr gern Truppenführer. Das war auch seine eigentliche Berufung. Aber er hat sich auch in den Kriegsschulen und Infanterieschulen wohlgefühlt. Er konnte mit jungen Leuten gut umgehen und sie auch beeinflussen. Und er hatte halt bloß erhebliche Zweifel daran gehabt, ob die Lehren aus den Schlachten Friedrich des Großen im 20. Jahrhundert noch viel bringen. In Potsdam, der Garnisonsstadt des alten Fritz, lehrt Rommel ab 1935 an der Kriegsschule. Die Zeiten haben sich geändert, seit Adolf Hitler die Macht übernommen hat. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Vergrößerung des Heeres begrüßt der zum Oberstleutnant beförderte Rommel begeistert.
Einer seiner Lehrgangsteilnehmer ist Gerd Schmückle, später ein hoher NATO-General. Zum ersten Mal bin ich Rommel begegnet, als ich als Fahnenjunker auf die Kriegsschule Potsdam gekommen bin. Rommel war damals Lehrgruppenleiter. Es gab zwei Lehrgruppen. Lehrgruppe A hatte er unter sich. Rommel steht bei seinen Infanterieschülern in hohem Ansehen. Viele verehren ihn als charismatischen Truppenführer. Ihm wird ein besonders starker Einfluss auf die Jugend zugeschrieben. Mein Vater hat immer die Meinung vertreten, man müsse aus eigenen Fehlern lernen. Man müsse das, was man selber erlebt habe, überprüfen, untersuchen und auswerten. Das sei ein Weg zur Verbesserung des Denkens. Und darum hat er dieses Buch geschrieben. Das Buch ist ja rein technisch geschrieben worden. Er hat im Ersten Weltkrieg als Infanterieoffizier Verschiedenes erlebt und auch eine gewisse Fähigkeit zu führen gezeigt. Und das wird in dem Buch auch mit einem gewissen selbstkritischen Ton dargestellt. Es war keine Pflichtlektüre, aber jede Woche montags hielt Rommel vor seiner Lehrgruppe eine Art Vorlesung. Und dabei lehrte Rommel über Rommel. Er lehrte nur, was er im Ersten Weltkrieg geleistet hatte, und das war unglaublich. Er war sicher kein methodischer Lehrer, das glaube ich nicht, sondern er war eher ein Mann, der eben erzählte, wie es im Krieg zugeht. Und da haben wir gesehen, dass im Krieg eben doch ganz anders zugeht, als in unseren Vorschriften manchmal steht. Der 1891 im schwäbischen Heidenheim geborene Leutnant der Infanterie macht zu Beginn des Ersten Weltkriegs mit tollkühnen Aktionen auf sich aufmerksam. 1915 wechselt er zu einem Gebirgsbataillon, wo er mit seiner Bereitschaft zum Risiko zum Kriegshelden avanciert. Doch Rommel wird auch von Zweifeln geplagt. Mein Vater hat sich eigentlich immer gegen die Romantisierung des Krieges gewandt. Weil der Krieg war schon in erster Linie ein außerordentlich hartes, unerfreuliches Erlebnis. Die meisten Freunde aus der Jugend waren gefallen und der Krieg war auch verloren. Da haben eigene militärische Erfolge nicht mehr diesen Glanz gehabt. Mein Vater hat mal den Krieg gezeichnet. Er war ein sehr guter Zeichner und hat auch viele taktische Zeichnungen gemacht. Und das war einfach alles schwarz und die Konturen eines Stacheldrahtzauns waren da zu erkennen. Militärischen Ruhm erwirbt er sich Ende Oktober 1917 an der Alpenfront. Zahlenmäßig unterlegen erstürmen seine Truppen den Monte Matajur. Von Rommel über die wahre Stärke der Angreifer getäuscht, ergibt sich ein Eliteverband der feindlichen Italiener kampflos. Später skizziert der Sieger den genauen Ablauf der Ereignisse entlang des Isonzo-Flusses. Dass die Italiener zum Rückzug gezwungen werden, bleibt jedoch eine Episode im verlorenen Weltkrieg. Zunächst wird ein anderer mit dem Pour le Mérite ausgezeichnet. Rommel beschwert sich und erhält schließlich die höchste kaiserliche Tapferkeitsauszeichnung. Eins war klar, dass Rommel immer außerhalb der Vorschriften eigentlich gehandelt hat. Manchmal sogar außerhalb von Befehlen. Er war wirklich ein Fuchs und so wie das Tier Fuchs hohe Intelligenz hat, hohe körperliche Fitness hat, einfallsreich ist, berechnend gleichzeitig ist, einen fabelhaften Ortssinn hat und auch ein starkes Gedächtnis. Das alles waren auch Eigenschaften von Rommel. Eines Tages hat uns unser Taktiklehrer zusammengenommen und hat gesagt, was Rommel euch lehrt, ist Rommel. Ihr habt aber nach den Vorschriften der Wehrmacht zu führen und nicht nach den Ideen von Herrn Rommel. Zur ersten Begegnung zwischen Hitler und Rommel kommt es im September 1934 in Goslar. Der Führer besucht anlässlich des Erntedankfestes die Kaiserpfalz und wird von einer Ehrenformation Goslarer Jäger begrüßt. Erwin Rommel hat an diesem Tag die Aufgabe, den Diktator zu beschützen. Ein Kamerateam der UFA filmt das Ereignis und band so erstmals auch den späteren Star der Nazi-Wochenschauen auf Zelluloid. Das Zusammentreffen bleibt nicht ohne Folgen. Mein Vater hat ihn als durchaus bescheiden empfunden. Der Hitler hat auch eine gewisse Bewunderung für meinen Vater gehabt. Mein Vater hat einer idealen Schablone entsprochen. Mein Vater war erstens mal Frontoffizier im Ersten Weltkrieg.
Dann hat er zweitens den Polymerit gehabt, als Infanterist. Und drittens war er noch blond und blauäugig. Was ihm gefehlt hatte, war die Größe. Und dann konnte mein Vater auch komplizierte Dinge einfach darstellen, ohne sie falsch zu machen. Der Hitler hat für meinen Vater eine deutliche Sympathie gehabt. Und mein Vater hat es damals auch imponiert, dass er die Aufmerksamkeit des Reichskanzlers gefunden hat. Hitler ist begeistert von Rommels Bestseller Infanterie greift an und macht ihn zum Kommandeur des Führerbegleitbataillons, das den Diktator auch im Polenfeldzug beschützt. Filmaufnahmen zeigen ihn an der Seite des neuen Kriegsherrn. Mein Vater hat im Jahr 1939 noch gesagt, als er dann wieder ins Führerhauptquartier musste, solange die alte Generation noch lebt, fängt kein neuer Weltkrieg an. Hitler hat ja eindeutig den Krieg mit Polen provoziert und hat dann den Sender Gleiwitz durch Konzentrationslagerhäftlinge in polnischer Uniform überfallen lassen und alles getan, um die antideutschen Stimmungen in Polen zu aktivieren und zu beleben, anstatt zu dämpfen und sich so einen Kriegsgrund zu schaffen. Das hat mein Vater eigentlich erst, ich glaube, im Jahr 1942 gehört, wie es sich damals wirklich verhalten hat. Es ist doch wunderbar, dass wir diesen Mann haben, schreibt Rommel an seine Frau, die selbst eine fanatische Hitler-Anhängerin ist. Ein Amateurfilm zeigt den Diktator, der hinter der Front in Polen unterwegs ist, während einer Essenspause. Hitlers Entourage blickt mit Argwohn auf dessen Faszination für den populären Rommel. Mein Vater ist mit dem Hitler ganz gut ausgekommen. Aber mit anderen nicht. Dafür zu sorgen, dass jeder sein Hotelzimmer hat und dass da Posten stehen und dass da Funkverbindungen da sind, das erschien ihm nicht als besonders lohnend. Und dann hat mein Vater damals 1940, was ganz ungewöhnlich war für einen Infanterieoffizier, das Kommando über eine Panzerdivision bekommen. Rommel ist sich mit Hitler einig, dass Panzer zu den wirksamsten Waffen der modernen Kriegsführung zählen. Politisch naiv kämpft er von nun an als Generalmajor an vorderster Front für seinen obersten Befehlshaber. Im Feldzug gegen Frankreich legt Rommel 1940 den Grundstein für seinen Mythos. Eine originale Lageskizze zeigt, wie Rommels 7. Panzerdivision nahe der Ortschaft Wailly bei Arras durch britische Tanks in die Bredouille gerät. Sogar in höchster Not obsiegen Risikobereitschaft und Kampfgeist. Rommel handelt intuitiv und kurz entschlossen. Ständig in Lebensgefahr hastet der Befehlshaber selbst von einem Brennpunkt zum anderen, um seine Soldaten anzufeuern. Ohne ausreichende Deckung von Rücken und Flanke preschen Rommels Panzer binnen weniger Tage Richtung Ärmelkanal vor. Gespensterdivision nennen die Franzosen die Einheit ehrfürchtig. Oft wissen weder Freund noch Feind, wo Rommel und seine Männer sich gerade befinden. Mein Vater hat mit seiner Division erhebliche Begegnungen mit französischen und mit britischen Panzertruppen gehabt. Er war der Auffassung, dass man Bewegungskämpfe von vorne führen muss, hat das auch in Afrika beibehalten. Und das hat den konventionellen Vorstellungen auch nicht entsprochen. Dann hat er auch ein Problem bekommen wegen der Geheimhaltung von Funksprüchen, weil er nicht den ganzen Text hat verschlüsseln lassen, sondern nur Ort und Zeit und damit einen erheblichen Gewinn an Beweglichkeit erzielt hat. Ja, bei Rommel war es sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg, dass er sich sagte, ich muss das Vorbild sein. Es lag aber auch in seiner Natur, vorwärts zu stürmen und weit vor der Truppe zu sein. Die Truppe gewissermaßen mitzureißen, wenn im Ersten Weltkrieg, wie ich sein Buch entnahm, er vorne war, dann sagten die Männer, dann müssen wir auch vorne sein. Er hat ja immer viel verlangt, er war ein anspruchsvoller Vorgesetzter. Und im Zweiten Weltkrieg war das Gleiche, wenn jemand sagte, der Rommel ist jetzt schon nahe bei Cherbourg, dann ist die ganze Division mit Karachau hinterher. Das war der ganze Trick eigentlich, den er hatte.
Am 10. Juni 1940 erreicht die 7. Panzerdivision bei Dieppe das Meer. Kurz darauf muss Frankreich um einen Waffenstillstand ersuchen. Auch dank Rommels Wagemut wird das Wort Blitzkrieg zum Synonym für den Westfeldzug. Und Rommel beeilt sich, seine Heldentaten nach oben zu kommunizieren. Niemand soll ihm den Erfolg streitig machen wie 1917. Seine Verdienste bleiben auch dem Propagandaminister nicht verborgen. Josef Goebbels wird der Wehrmachtführung schon bald raten, den bei der Truppe beliebten General zu einer Art von Volkshelden zu erheben. In Ruhezeiten und im Frieden hat er eigentlich sich auch nicht sonderlich um den einfachen Mann gekümmert. Aber im Krieg, ja, da war er natürlich bei allen. Und vor allem die Grattmelder hatten ein hohes Ansehen bei ihm. Er war ein Mann einfach, er war einfach ein Truppier im Wortsinne. Und das war seine Stärke. Als die Front der italienischen Achsenpartner im Frühjahr 1941 in Libyen wankt, schickt Hitler sein Protégé mit einem Truppenkontingent zu Hilfe. Eine Propagandakompanie ist mit ihren Kameras dabei, als die ersten Soldaten nach Nordafrika übersetzen. Benito Mussolini hatte seine Soldaten gegen das von den Briten unterstützte Königreich Ägypten vorrücken lassen, die von den zahlenmäßig unterlegenen Briten zurückgeworfen wurden. Hitler annonciert Rommel als den verwegensten Panzerwaffengeneral, den wir in der deutschen Armee besitzen. In aller Eile hatte man die Soldaten, darunter viele Freiwillige, für den Einsatz in den Tropen ausgerüstet. Die feldgrauen Uniformen wurden durch wüstentaugliche Outfits im Kolonialstil ersetzt. Im Gegensatz zu den Briten haben die Männer keine Kampferfahrung in einer solch unwirtlichen Umgebung. Nach der Landung des ersten Geleitzugs mit Waffen und Soldaten in Tripolis wartet der Heerführer erst gar nicht weiteren Nachschub ab und geht in die Offensive. Wenige Tage nach der Ankunft demonstriert Rommel mit einer aufwendigen Militärparade nicht nur seinen Verbündeten aus Italien die vermeintliche Stärke seines Afrikakorps. Um die Gegner zu täuschen, rollen auf seinen Befehl die wenigen Panzer der kleinen deutschen Streitmacht immer wieder um denselben Häuserblock an der Tribüne vorbei. Tags darauf meldet ein britischer Spion nach London: Die Deutschen sind mit mehr als 1000 Panzern in Nordafrika gelandet. Und Erwin Rommel hat noch mehr unkonventionelle Ideen. Mein Vater hat zunächst einmal, um eine Stärke, die nicht da war, vorzutäuschen, solche Scheinpanzer bauen lassen aus Holz und Zeltplanen und mit Ketten, mit alten Ketten hinten versehen, dass denn und die Engländer haben in der Tat geglaubt, es seien also weitaus größere deutsche Panzertruppen da, als tatsächlich da waren. Und dann hat sich nach den ersten Gefechten gezeigt, dass kein Mensch damit rechnete, dass die Deutschen und die Italiener jetzt zum Angriff antreten. Dann hat man eine besondere Route genommen. Da haben die Italiener gesagt, das sei völlig unmöglich. Da hätten Expeditionen Schwierigkeiten, durch die Wüste zu kommen. Mein Vater hat aber gesagt, wenn die Benzinversorgung erfolgt und wenn man den Kompass beachtet, dann ist das ohne weiteres möglich. Das war also die Ausnutzung einer Chance. Nach den ersten großen Erfolgen auf der Cyrenaika schickt das Propagandaministerium Kriegsberichterstatter in die Wüste, unter ihnen ein Kameramann von Leni Riefenstahl, um den Wüstenfuchs und seine Soldaten ins rechte Licht zu rücken. Innerhalb weniger Wochen besetzen die Deutschen fast die ganze libysche Mittelmeerküste. Auch von Misserfolgen lassen sich Rommel und die Propaganda nicht beirren. Das war damals sensationell. Mein Vater hat ja zunächst alles getan, um den Eindruck zu erwecken, dass er weiter zurückgeht Richtung Tripolis. Und dann hat er auch Truppenteile, die man nicht verwenden musste, vor allem nicht motorisierte, zurückmarschieren lassen. Dann hat er verschiedene alte Hütten anzünden lassen. Und dann in der Nacht ist er
aufmarschiert und zur Gegenoffensive angetreten. Und dann gab es so einige Gefechte, weil die Briten stückweise wieder erschienen sind auf dem Schlachtfeld und jeweils der geballten Streitmacht der Deutschen und Italiener gegenübergestanden sind. Und mein Vater hat schon gemerkt, dass das ein riesiges weltweites Echo hatte, diese Gegenoffensive. Dabei ist das natürlich im Vergleich zu Russland, war das zahlenmäßig unbedeutend. Die Deutschen hatten 3 Divisionen in Afrika und Russland, nach meiner Schätzung 200. Das war schon ein Nebenkriegsschauplatz. Und das hat wahrscheinlich dem Goebbels auch imponiert, hat diese ganze Malaise und die Führungsfehler und die Katastrophe in Russland übertönt. Die deutsch-italienischen Verbände sind trotz der brütenden Sommerhitze zum Kampf angetreten und in heldenmütigem Ringen immer weiter nach Osten vorgedrungen. Der Feind ist überall geschlagen. General Bastico überreicht Generaloberst Rommel das Großkreuz des Militärordens von Savoyen, die höchste militärische Auszeichnung Italiens. Im Frühjahr 1942 nimmt Rommel das von den Briten erbittert verteidigte Tobruk ein. Hitler befördert ihn zum Generalfeldmarschall. Ende Mai stehen die Angriffsvorbereitungen der in der Marmarika aufmarschierten 8. britischen Armee kurz vor dem Abschluss. Der Feind hat sich nach seiner früheren Niederlage in der Cyrenaika im Schutze eines starken Verteidigungssystems, das sich im Norden auf die Gazala-Stellung und im Süden auf Bahrheim stützt, wiedergesetzt. Modern ausgebaute Wüstenforts, Feldbefestigungen und Minenfelder schützen die britische Front. Marschall Rommel hat den Entschluss zum überraschenden Angriff auf die 8. britische Armee gefasst. Wie immer befindet er sich unmittelbar bei der kämpfenden Truppe und gibt persönlich die letzten Weisungen. Eine gewisse Schwäche war bei ihm fraglos darin, dass er selbst seine Taten in hellem Licht erscheinen ließ. Nicht im persönlichen Gespräch, aber in seinen Büchern. Aber man muss sagen, wenn man das nachher nachprüfte, dann stimmte das alles. Aber Rommel war bestimmt darauf aus, sich selbst das Image zu schaffen, des Truppenkommandeurs, der mit seinen Soldaten im Krieg lebt, der sie mitreißt und der ihnen in jeder Lage Vorbild ist. Das war also, wenn Sie so wollen, Stärke und Schwäche zugleich. Erwin Rommel avanciert zum Star der Nazi-Wochenschau. Marschall Rommel überreicht dem Panzergrenadier Günther Halm das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. Ich freue mich, Ihnen im Namen des Führers die hohe Auszeichnung auszuhändigen. Günther Halm ist erst 19 Jahre alt. Als Richtschütze einer Pack schoss er unter schwierigsten Bedingungen 7 Britenpanzer ab. Ich danke Sie für diese Auszeichnung und hoffe, dass Sie sie gesund nach Hause bringen. Wer so ein Kerl ist, der wird immer so ein Kerl sein, bei jeder Gelegenheit. Das erwarte ich natürlich von Ihnen. Ich kann mich erinnern, dass ich den häufig gesehen habe, der wurde dann ja, vor allem in Afrika kam der also häufig in der Wochenschau. Ich war jedes Mal, da war ich außerordentlich stolz auf ihn, dann wurde der bekannt. Mein Vater bekam einen Haufen Fanpost, Autogrammwünsche. Mein Vater hat die Post auch beantworten lassen, zum Teil selber beantwortet. Ist dann allerdings, musste vor der Menge der Post zurückweichen. Und Rommel spielt seine Rolle perfekt. Mit jedem erfolgreichen General, der im Krieg siegt, können sie Propaganda machen. Jedes System macht das, das ist selbstverständlich. Und natürlich hat sich Rommel dafür geeignet. Er war ja auch imponierende Figur, wenn er so am Straßenrand stand, die Mütze auf und die Schutzbrille übergestülpt. Dann sah der Kerl ja fabelhaft aus, das ist gar keine Frage. Und er war fotogen, sehr fotogen sogar. Also er hat eigentlich alle Anforderungen erfüllt, die sie heute an einen Star des Filmgeschäfts auch stellen würden. Marschall Rommel, der Sieger von Tobruk. Die Nazi-Wochenschau stilisiert den Sieg zur Hälfte.